Leute, guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Warte, ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. Ich bin sehr aufgeregt, ich sitze gerade im Auto, wie ihr sehen könnt. Und ich fahre gerade an einen ganz besonderen Ort. Ich fahre gerade ins, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ins Thalia-Lager, würde ich sagen. Lager? Thalia-Lager? Von Thalia. Ich mache nämlich, wie ihr wahrscheinlich alle schon wisst, einen neuen Schülerkalender. Letztes Jahr hatte ich ja schon einen Schülerkalender. Ups. Ich werde hier die ganze Zeit angerufen. Ich habe ja letztes Jahr, wie ihr wisst, einen Schülerkalender gemacht, einen eigenen. Und der lief sehr, sehr gut. Super viele von euch fanden den total toll und haben sich den gekauft. Und voll viele haben mir auch schon geschrieben, dass sie sich wünschen würden, dass ich einen neuen Schülerkalender dieses Jahr mache. Und Leute, natürlich habe ich den schon sehr, sehr lange geplant. Den wird es jetzt bald geben, am 27. April. An meinem Geburtstag sogar, total crazy, kommt der Kalender raus in jeder Buchhandlung. Bei Thalia natürlich auch. Und zu Thalia fahre ich jetzt gerade hin, weil Thalia mit mir was richtig Cooles macht. Und zwar haben die mich gefragt, ob ich vielleicht zu denen ins Lager kommen möchte. Und 2000 Schülerkalender händisch unterschreiben möchte, damit die die in deren Filiale so verkaufen können. Das heißt, es wird im Thalia 2000 unterschriebene Exemplare des Schülerkalenders 2018-2019 von mir geben. Also das geht nur im Store. Wenn ihr das online bestellt bei Thalia, dann kriegt ihr keine signierte Version. Nur wenn ihr wirklich in den Store geht. Und wenn diese 2000 Exemplare weg sind, dann sind sie auch weg. Dann gibt es nur noch normale Schülerkalender, also unsignierte Schülerkalender von mir, die ihr natürlich, wenn wir dann Buchsignierstunden machen bald, das wird passieren, die ihr natürlich dann von mir unterschreiben lassen könnt, wenn ihr Lust habt natürlich. Ich werde 2 Buchsignierstunden machen wahrscheinlich. Ich werde euch noch erzählen, wo es hingeht und wo wir sein werden. Das ist mal was Besonderes. Das ist was Besondereres als sonst. Aber ich freue mich jetzt erstmal auf den Termin bei Thalia. Ich hoffe, ich werde dann gleich keine Sehnscheidentzündung bekommen an meinem Arm. Weil 2000 Mal meinen Namen schreiben, das wird schon eine anspruchsvolle Sache werden, schätze ich mal. Ich nehme euch jetzt übrigens mit, weil erstens will ich so eine coole Timelapse machen, wie ich die unterschreibe. Und wir werden ja im Lager sein. Und da werden wir uns das auch mal angucken können. Also da werde ich euch da mitnehmen dürfen und euch zeigen können, wie das alles da so aussieht, wie die Schülerkalender gelagert werden. Ich kann mir gar nicht zahlbildlich vorstellen, wie viele Schülerkalender gekauft wurden. Das ist immer noch so surreal für mich, dass so viele von euch einen Kalender haben wollten und diesen Kalender cool fanden, diesen Kalender gefeiert haben. Ich bin super gespannt, was ihr zu dem jetzt sagt. Die meisten von euch werden das Design wahrscheinlich schon gesehen haben. Und mein Gesicht ist sogar nicht vorne drauf. Das hatten mir letztes Jahr einige gesagt, dass es sie ein bisschen gestört hat und dass sie sich deshalb den Kalender nicht gekauft haben, weil mein Gesicht vorne drauf war. Und das will natürlich nicht jeder, logischerweise. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Diesmal ist er nicht drauf. Mein Kopf. Diesmal ist mein Kopf nicht drauf. Nur innen drin. Ein bisschen, auch nicht so viel. Wenn ihr mich eigentlich gar nicht mögt, dann werdet ihr den Schülerkalender trotzdem benutzen können, weil ich euch nicht alle 2 Seiten angrinse mit meinem Gesicht. Nein, Spaß. Also, nein, kein Spaß, aber ihr wisst doch, was ich meine. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen weiterfahren hier. Ist gerade Stau, wie immer. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich im Lager bin. 5 Millionen Bücher. Oh, wow. Alter. Gut, dass ich die Weitwinkelkamera mitgenommen habe. Oh, guck mal, was da ist. Oh mein Gott. Leute. Erkennt ihr das? Wie geil. Ach du Scheiße, sind das viele. Wie viele sind das? Über 2000. Was? So viele muss ich gleich unterschreiben? Ja. Was? Okay, steht hier, wie viele das sind? Das sind nur 1440. Nur das hier sind 1440. Das wird lange dauern. Ach du Scheiße. Ja, wir haben den ganzen Tag Zeit, ne? Wir laden gleich dieses Ding hier voll, ja. Und dann fahren wir die erste Fuhre schon mal in dein Kämmerlein. Ich finde, 2000 hört sich im Grunde gar nicht so viel an, aber ach du Scheiße. Ja gut, dann würde ich sagen, anfangen, oder? Ja, ja. Okay. Sowas von einer Dingensentzündung haben. Wie heißt das? Sehnscheiß. Dieser Raum wird mein Freund heute wohl. Wir müssen jetzt noch überlegen, auf welcher Seite, ne? Genau, das stimmt. Passiert das gut. Auf der grünen da, oder? Auf der grünen oder hier auf dem Foto. Stimmt.
Also entweder hier oder halt wirklich auf dem Foto oder hier so rüber. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier sieht man es eher, oder? Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, ich finde das hier besser. Wenn man das so auf... Ich mache einfach mal, ne? Ja, ja. Nummer 1. Das sieht doch süß aus, oder? Ja. Soll ich mal hier irgendwas, noch so eine persönliche Nachricht hinschreiben, weil es Nummer 1 ist? Ja. Kannst du das erste Das schreibe ich hin. Deine? Julia, war Nummer 1 ist richtig Premium hier. Okay, der Rest wird leider nicht so aussehen, weil dann werde ich hier noch nächste Woche sitzen. Ja. Aber wer diesen Kalender hier kriegt, der soll mir unbedingt ein Bild davon schicken. Unbedingt. Ich will das wissen. So, okay. Nummer 1 ist fertig. So, Leute, für diese Runde. Integer war er. Letzte für die Runde. Hier. Unser Wagen ist wieder voll. Ich habe mittlerweile schon so ein Dutt ohne Haargummi, weil ich kein Haargummi habe. Aber wir gehen jetzt wieder rüber mit dem guten Stück hier. Geht das? Ist das schwer? Geht das eigentlich, schon ne? Schon schwer. Oh, doch, ist schon schwer. Und jetzt. Ui, Drucker, Achtung. Und jetzt wird die Ladung wieder umgeladen. Also die tun wir jetzt auf eine neue Palette. Ach, mein Pony sieht gerade aus wie Scheiße. Kann ich euch helfen? Nee, ich glaube, es geht. Jetzt. Okay, gut, dann laufe ich einfach mal hinterher. Wir packen jetzt die wieder auf die neue Palette. Da, wo schon die anderen unterschriebenen Sachen drauf sind. Und dann kommen wieder die neuen Kalender, logischerweise, wieder auf den Wagen und dann wieder zurück. Wir haben sogar schon richtig viel geschafft. Ich glaube, es ist schon bei der Hälfte, oder? Über die Hälfte? Ja, über die Hälfte haben wir schon geschafft. Also das hier ist fertig, das ist fertig und die hier werden jetzt noch gemacht. Also ich schätze mal, das ist wirklich über die Hälfte. So zwei Drittel haben wir schon hingekriegt. Das wird jetzt halt gleich wieder, jetzt gerade schon wieder da drauf geladen und dann kommt das hier rüber und das machen wir jetzt mal eben. Das ist eine gute Menge. Geht das noch? Na klar. Ja, guck. Hey, dann können wir ja noch den Rest... Nein, Spaß. Los. Los. Oh, ich fühle mich schlecht, dass ich nicht helfe. Aber ich helfe anders. Jetzt muss ich die motivierenden Sprüche sagen, ne? Eigentlich. Ja, wunderbar macht ihr das. Nee, ich kann den Akzent nicht so gut wie du, leider. Was ist mit diesem Pony los? Das ist nicht normal. Okay, und weiter geht's. Ich habe übrigens mit der Zeit eine neue Technik entwickelt. Die Stapeltechnik, wie wir sie nennen. Ganz innovativ und neu. Da werden einfach ganz viele Schülerkalender übereinander gestapelt. Und der oberste wird unterschrieben. Und dann... Tada! Okay, das war ein bisschen... Wir machen das ein bisschen sanfter. Wir wollen ja gut mit den Dingern umgehen. So. Die letzten 5 Stück, dann sind wir fertig einfach. Dann haben wir 2000, also ich, wir. Ich habe dann 2000 Stück unterschrieben. Warte, jetzt sind es nur noch 3. Oh mein Gott. Bei den letzten will ich noch was reinschreiben. Der letzte! Okay, was schreibe ich da rein? Dies ist die letzte unterschriebene. Nicht der letzte, der 2000. oder? Letzte? Ist das Deutsch? Signierte. Ganz viel Spaß damit. Deine. Tada! It's a wrap! Yay! Und meine Hände tun nicht weh. Vielleicht kommt das. Obwohl, jetzt langsam merke ich ein bisschen. Na, wenn nicht ruhig. Egal. Hat sich gelohnt! Woo! Yay! Wir sind jetzt im Thalia angekommen, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt. Und ich habe hier jetzt schon einen schönen großen Wagen mit meinen signierten Kalendern, die wir vorhin, was ihr gesehen habt, das ist jetzt ein paar Tage später schon, signiert habe. Die werden wir jetzt mal einräumen. Warte. Mhm.
ganz einfach unten in der Infobox schauen, in welchen Thalia-Filialen in Deutschland ihr meinen exklusiv signierten Kalender kaufen könnt. So Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt wieder zu Hause angekommen. Es hat super viel Spaß gemacht irgendwie, finde ich, das zu signieren. Es war teilweise auch ein bisschen anstrengend, aber es ging total. Diese Kalender könnt ihr jetzt, wie gesagt, ab heute, um genau zu sein. Das ist so surreal, weil heute haben wir den 19. März, glaube ich. Und in über einem Monat werdet ihr dieses Video hier erst sehen. Weil, ja, ich wollte einfach, dass ihr eine kleine Überraschung habt, dass ihr alle an dem Tag, wo es dann... Oh. Wo es dann tatsächlich zu kaufen ist erst, ihr dann ganz schnell in die Thalia-Filialen hüpfen könnt und euch den Kalender dann auch kaufen könnt. Ab heute gibt es nämlich die signierten Kalender nur bei Thalia. Exklusiv bei Thalia gibt es die signierten Kalender zu kaufen. Die Kalender gibt es in jeder Buchhandlung und bei Amazon und auch online in den Buchhandlungen zu kaufen. Aber nur bei Thalia im Handel, also im Laden selbst. Wenn ihr das bei Thalia bestellt, bekommt ihr keine signierte Version. Wenn ihr es halt im Handel kauft, dann kriegt ihr original signiertes Schülerkalenderlein von mir. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ja, ich weiß nicht, wie lange es die geben wird, wie schnell sie ausverkauft werden sein werden. Sobald es keine signierten Exemplare mehr gibt, wird es halt trotzdem natürlich noch weiterhin die normalen Schülerkalender geben. Von mir auch bei Thalia, überall. Nur jetzt erstmal ab heute gibt es, 2000 signierte Exemplare. Und wenn ihr ein signiertes Exemplar euch kauft, dann schickt mir auf jeden Fall unbedingt Bilder davon. Und wenn ihr der erste oder letzte Schülerkalender seid, den ich signiert habe, dann seht ihr das, weil ich habe ja den beiden eine persönliche Nachricht nochmal dazu geschrieben. Dann schickt mir das auf jeden Fall auch unbedingt. Ich will das unbedingt sehen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir das schicken würdet, beziehungsweise wenn ihr mich auf einem Bild bei Instagram markieren würdet. Also ihr müsst mich auf dem Bild markieren, so als Person markieren mäßig, damit ich das sehen kann, weil sonst kann es sein, dass ich das nicht sehe. Oder ihr schickt es mir auf Twitter, da sehe ich es auf jeden Fall. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ich hoffe, euch gefällt der Schülerkalender. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr euch ihn kaufen würdet. Wenn er euch gefällt, schreibt mir gerne, wie ihr ihn findet und ob er euch genauso gut gefällt wie der letzte Schülerkalender oder vielleicht sogar besser. Ich muss sagen, ich finde ihn vielleicht sogar noch einen Tacken schöner als den letzten. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch mal sagen kann, dass ich den Schülerkalender schöner finde als meinen letzten, weil ich den wirklich geliebt habe. Ich fand den super. Jetzt gibt es einen neuen Schülerkalender. 2018-2019, der fängt im August an. Zum neuen Schuljahr pünktlich könnt ihr den benutzen und dann ein Schuljahr lang und dann, wer weiß, vielleicht, wenn er euch sehr gefällt und viele ihn sich kaufen, gibt es vielleicht 2019-2020 einen neuen Schülerkalender. I don't know, das ist jetzt, hängt von euch ab sozusagen, wie sehr er euch gefällt und wie sehr ihr Bock drauf habt. Ich habe mega Bock drauf, ich würde mich total freuen, wenn ich das nochmal machen kann. Ich habe wieder ganz viele DIYs im Schülerkalender drin und so, ihr kennt das Spiel ja. Es ist eigentlich genau das gleiche wie letztes Jahr, nur mit anderen DIYs, anderes Design und noch cooler. Noch cooler. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und es hat euch Spaß gemacht und ihr fandet es interessant, mal so einen Blick hinter den Kulissen zu sehen. So zum Beispiel wie meine Wäscheberge hier in meinem Zimmer. Nein. Das sind natürlich andere hinter den Kulissenbilder. Ich finde es mega cool, so ein Video zu haben und das gemacht zu haben. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung, 2000 Kalender auf einmal innerhalb von 4 Stunden zu signieren. Ihr habt ja am Anfang diese Masse gesehen, diese 2 Paletten voll Schülerkalender. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich genau die sind, die ich auch signiere, habt ihr ja gesehen. Mein Akku blinkt schon. Oh nein, das wollen wir nicht. Ich laber jetzt hier auch schon die ganze Zeit ziemlich lange. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr mir euer Feedback zum Schülerkalender da lasst, wenn er euch gefällt, wenn ihr euch ihn kauft. Und wie gesagt, schickt mir Bilder. Bald gibt es auch noch Buchsignierstunden, falls ihr keinen signierten Kalender bekommt. 2 Buchsignierstunden werde ich machen. Die Städte werde ich euch noch verraten. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!